Es ist natürlich logisch, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn der hat zuletzt 3 Tore gemacht. Ist er heute auch wieder unaufhaltsam? Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Recht herzlich willkommen heute, liebe Fans. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Könnte ein tolles Spiel werden. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Sie gehen dazwischen. Jordi Wehrmann. Macht er gut. Jetzt könnte die Flanke kommen. Klasse Chance jetzt. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, wenn wir uns mal kurz erinnern. Kurz gespielt. Geht dazwischen. Ah, oh, da geht er vorbei. Jetzt kann er es machen. Den hält er. Wird's jetzt gefährlich. Jordi Wehrmann. Gute Aktion. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Kier. Jetzt können sie über außen kommen. Er lässt sich da nicht aufhalten. Glanzparade gehalten. Die Ecke kommt rein. Erstmal geklärt. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Sie können jetzt flanken. Wird Ecke geben. Ecke kommt in den 16er. Da konnten sie nichts draus machen. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ball kommt. Klasse gehalten. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg, er hat den Ball. Da ist er da. Guter Zweikampf, er hat den Ball. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Das wird gefährlich. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschluss war einfach nicht gut genug.
Chier. Fairer Einsatz hier. Jordi Wehrmann. Jetzt kann die Flagge kommen. Schöner Zweikampf. Jetzt haben sie den Ball verloren. Sie verlieren hier den Ball. Kann den Ball nicht stoppen. Durchaus ein schwieriger Pass. Gibt jetzt Einwurf. Platz zum Flanken hier. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt können sie vielleicht kontern. Der Ballverlust. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Schön durchgesetzt. Da kommt der Schuss. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Relativ unauffälliges Spiel bislang von ihm, oder Buschi? Bisher tut er sich noch schwer. Kommt nicht rein in dieses Spiel. Ist überhaupt noch kein Faktor. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Chie. Klasse Einsatz. Faires Tackling. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Schön abgeblockt. Gute Grätsche. Sie haben den Ball. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. QA. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Klasse, wie er dahin geht. Macht er gut. Gefährlicher Heber. Und die Chance. Drüber. Da machen sie eigentlich zu wenig aus dieser Gelegenheit. Er hat den Ball am Ende doch nicht perfekt getroffen. Und er geht an ihm vorbei. Gehalten. Sieht gefährlich aus. Da kann er ihn stoppen. Die Chance auf den Konter. Gab hier erst Vorteil, aber daraus wurde nichts, also doch Freistoß. Sie wechseln also aus.
Ball kommt in den 16er. Schön dazwischen gegangen. Sie können kontern. Sehr guter Einsatz. Oh, viel Platz jetzt. Den Zweikampf führt er sehr gut. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind Sie gerade noch zur Stelle. Sasso. Da gewinnt er den Zweikampf. Da ist der Schuss. Da sind sie da. Guter Block. Und damit ist der Ball weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Stark gemacht. Das könnte was werden. Nicht das Tor. Unglaublich. Das ist natürlich ein guter Pass. Machen Sie jetzt gut. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Schaffen sie hier noch den Sieg? Die Fans glauben dran. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen? Und da ist der Ball wieder weg. Könnte die Führung werden. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen sie gewinnen. Die meisten dürften sich hier schon auf ein Remis eingestellt haben. Und dann schlagen die doch noch mal zu. Und hinterlassen einen ratlosen Gegner. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Vielleicht jetzt immer noch dieser knappe Rückstand. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Das gibt Einwurf. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Super gemacht, gute Verteidigung. Sie haben den Ball. Eine Minute noch. Sie kommen jetzt über außen. Das macht er gut. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Der ist drin. Sie schaffen tatsächlich noch den Ausgleich. Volley-Tore sind immer sehenswert. Und deshalb gucken wir auch noch mal in aller Ruhe in der Wiederholung drauf. Da ist der Ball. Und dann wird nicht lange gefackelt, drin das Ding. So, das war's. Es bleibt hier beim Unentschieden.